Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Crime O'Clock. Wir sind hier quasi auf der Suche nach einem Atlantid-Stab. Stab, meine Güte. Geht ja gut los. Und wir müssen jetzt einen ersten Nox finden. Was auch immer das ist, keine Ahnung. Ich würde mal vorschlagen, ich tippe mal auf das hier. Nein, das schon mal nicht. Okay, wahrscheinlich müssten wir dann... Naja, wahrscheinlich müssten wir hier mal auf die Suche klicken. So, finde den ersten Nox, den Kristall mit der runden Frontblende. Den Kristall mit der runden Frontblende. Wir suchen hier mal. Der Nox kann an der Fassade des Tempels nördlich der Stadt gefunden werden. An der Fassade des Tempels. Das hier. Ist das ein Nox? Offensichtlich. Gute Arbeit. Das ist der Nox-Saphir. Er unterstützt den Energiefluss, der die Stadt durchdringt. Wir sollten vorsichtig sein. Okay. Also es ist ein bisschen schwierig, wenn man nicht genau weiß, was man sucht. Subroutine, temporal, Link, ordnungsgemäß geladen. Wir haben eine sichere Verbindung zum Nox-Detective. Ja, ich habe auch für sowas ein Werkzeug. Was wäre ich schon für ein fortschrittliches KI-System, wenn ich mich nicht mit anderen Systemen verbinden und ihre Daten manipulieren könnte? Wie auch immer, die Verbindung hält nicht ewig, deaktiviere den Nox jetzt. Okay. Was genau müssen wir hier tun? Was genau können wir? Das wahrscheinlich nicht. Okay. Ja, ich weiß jetzt aber auch nicht. Nox Saphir deaktiviert. Ich erfasse keine weiteren Schäden an der wahren Zeitlinie. Wir haben keine Langzeitschäden verursacht. Die Stadt steht noch immer. Gute Arbeit. Lass uns jetzt den nächsten finden. Der zweite Nox hat eine quadratische Frontblende. Okay. Übrigens seht ihr hier diese interessanten, komischen Sterne. Die finde ich auch spannend. Naja. Gut. Hier hatten wir noch einen. Ach so, genau. Er meinte hier eine runde Frontblende. Und das ist keine quadratische, sondern das ist logischerweise eine dreieckige. Okay. Aber ist auch gut, wenn man weiß, was man sucht, dann ist es auch einfacher. Also ich meine, wenn ich halt nicht weiß, was meinen die hier mit Nox und... Nox Schmox, hier, da. Hier ist er. Das ist der Nox Smaragd, der das Signal stabil hält, welches alle Instrumente verbindet, die von dieser alten Energie versorgt werden. Unser Eingriff muss sogar noch präziser sein. Ja, der dritte ist an hier vorne. Komm, mach hinne. Ah ja, gut. Temporallink ordnungsgemäß geladen. Detective, versuche nochmal den Nox auszuschalten, ohne Langzeitschäden zu verursachen. Ja, ja. Das war gerade super easy peasy. Nee. Achso, warte mal, was? Achso. Okay, Moment. Okay. Jetzt haben wir schon nochmal schwieriger hier. So, deaktiviert. Keine Batterie mehr. Nox Smaragd ohne Fehler deaktiviert. Kümmern wir uns um den letzten. Er hat eine dreieckige Frontblende. Ja, ist jetzt nicht so schwierig. Ich wünschte, das könnte man ein bisschen schneller stellen. Die Animation. Ah, hier ist der letzte. Das ist der Nox Rubin. Seine Struktur ist die komplexeste von allen dreien. Sie wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrere Male modifiziert. Ich muss extrem präzise vorgehen. Okay. Könnte sein, dass wir jetzt ein paar Probleme mehr haben.
Nee? Ah. Aha. Nicht ganz rausgefunden. Die sind ja beide auf der gleichen Linie, ne? Das heißt ja im Grunde genommen. Aber was hat diese Linie hier zu bedeuten? Ich kann ja nur. Warte mal, wenn ich hier drauf drücke. Ah, guck mal. Jetzt schalte ich die aus. Jetzt schalte ich die ein. Ah, guck mal an. Okay, das heißt, ich muss alle Äußeren irgendwie anschalten. Okay, verstehe. Ja, ist doch gut. Es wird komplexer. Ich muss ein bisschen das System rausfinden, was da zu tun ist. Erledigt. Wir haben die drei Noxen deaktiviert und mit ihnen alle Waffen in dieser Stadt. Wenn der Gestaltenwandler den Speer stehlen wird, wird er sein wahres Wunder erleben. Wir müssen sicherstellen, dass das Paradoxon umgekehrt wird. Dann ist mit Gallicus alles in Ordnung. Lass uns etwas vorspringen, um es zu überprüfen. Ja, springen wir mal nach vorne. Düb, 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 düb. So, jetzt gucken wir nochmal. Hier war ja die 8. Und das haben wir jetzt irgendwie überlebt. 9 und 10. Jetzt müssen wir ja Gallicus hier. Sind das die hier? Ja, guck mal, da gehen sie Hand in Hand. Also so, sicher zumindest. Da sind sie, unsere baldigen Helden der Schlacht der purpurnen Bänder. Gesund und munter hoffen wir, dass sie die nächsten Jahre genießen, denn ein grimmiger Winter zeichnet sich ab. Aber das liegt in der Zukunft. Heute haben wir ein Leben und die Zeitlinie gerettet. Wir sollten stolz auf uns sein. Ja, da haben wir jetzt ein bisschen länger für gebraucht, weil es diesen Cliffhanger in der Folge gab. Aber naja, gar kein Problem für uns. Ich frage mich, was unsere Feinde mit der Erschaffung dieses Paradoxons erhofft hatten. Wollten sie, dass eine bestimmte Partei den Krieg gewinnt? Oder wollten sie vielleicht einfach nur Misstrauen gegenüber atlantischer Technologie streuen? Das könnte sein. Oder vielleicht ist ihr Ziel, einfach die Zeitlinie mit Paradoxons zu überladen, bis sie kollabiert. Wie auch immer, gute Arbeit, Detective. Der Fall ist gelöst. Sehr gut. War das jetzt Oblivion? Das war nicht gerade einfach, Detective. Du kannst stolz auf dich sein. Ja, natürlich kannst du etwas fragen. Oh, verstehe. Ich fürchte, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich darf keine Informationen über die Geschichte der Menschheit preisgeben, die nicht für den aktuellen Fall relevant sind. Aber wenn du auf jedes Detail achtest, solltest du selbst drauf kommen und versteckte Hinweise auf deine Vergangenheit finden. Lass uns jetzt unsere Scans fortsetzen. Krass, war das jetzt ein Hinweis? Alarm, Alarm, neues Nexus-Ereignis erkannt. Detective, scheinbar bildet sich ein drittes Nexus-Ereignis, das allererste Zeitalter deiner Geschichte ist in großer Gefahr. Unsere Gegner greifen direkt die Stadt Atlantis an. Oh no. Ja, das ist nicht gut. Gar nicht gut. Wir sollten gehen, und zwar sofort. Na gut, dann ab nach Atlantis. Oh, 4000. Was heißt denn BC? Also BCE. BC würde ich kennen, bevor Christus. Aber E? Sagt mir nichts. Muss ich mal googeln in der Zwischenzeit. Der kobaltblaue Splitter.
Atlantis war die historisch fortschrittlichste Zivilisation. Selbst heute entzieht sich so manches Gerät dieses Zeitalters unserem Verständnis. Vor allem war diese Periode ein Utopia, eine perfekte Welt. Die Bewohner verbrachten ihre Tage, indem sie Kunst kreierten oder Sport trieben. Und was die gesamte Bevölkerung unterhielt. Es war wie ein Traum. Und genauso wie ein Traum verschwand es nach einem schrecklichen Untergang. Aber auch wenn diese große Stadt dazu verdammt ist, eines Tages ihr Ende zu erleben, müssen wir sie jetzt davor bewahren. Ach, du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht. Wir verzeichnen einen irregulären, energetischen Ausbruch im Turm der Freizeit. Ich kann mir die Konsequenzen gar nicht ausmalen. Wurde etwas zerstört oder aufgelöst? In jedem Fall befindet sich die Zeitlinie in Gefahr. Okay. Finde etwas Aufgelöstes. So, gucken wir doch erstmal rein hier in das schöne Bildchen. Ja, was hat er jetzt gerade gesagt? Turm der Freizeit? Eieiei, oh, sorry, da habe ich vielleicht ein bisschen... Manchmal drücke ich hier viel zu lange da drauf, dann ein bisschen schwierig. So, was war das jetzt? Turm der Freizeit? Das hier sieht sehr nach Freizeit aus. Wurde etwas aufgelöst. Kraken. Also was haben die gemacht? Sport und Freizeit quasi. Finde etwas Aufgelöstes. Vielleicht irgendjemand, der... Oh, was ist das denn hier? Das hier vielleicht? Sieht aber sehr kaputt aus hier. Und das sieht auch aus, als würde da jemand mit der Hand drunter stecken. Und du bist es auch nicht? Crazy, jetzt mal ehrlich, das sieht doch sehr übel aus hier. Da steckt einer drunter. Und dieser Typ hier... Keine Ahnung. Also. Irgendetwas Aufgelöstes. Hier ist auch irgendwas aufgelöst. Nämlich eine Halterung. Okay, das ist halt crazy hier. Hier ist auf jeden Fall wieder dieser Tentakelarm. Da hat sich auch hier ein Schleim aufgelöst. Aber es scheint auch nicht richtig zu sein. Ich finde es ja nett. Was ist denn das hier? Ein Steingolem, so ein Riesenstein-Dingsi hier. Wie sollen wir etwas finden, was sich aufgelöst hat? Ist das hier der Turm der Freizeit? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich würde sagen, hier hat sich was aufgelöst. Nein, okay. Wie lustig, dass dieser Krieger hier so ein Blatt vor dem Schritt hat. Tja, also aufgelöst kann sich ja alles haben. Was soll man denn da... Wenn sich etwas auflöst, hier da, dieser Hundehaufen vielleicht? Oh, ja, tatsächlich. Staub. Eieiei. Ein Haufen Staub, auf dem sich eine zerbrochene Maske befindet. Das ist unser Energieausbruch. Aber was ist zu Staub zerfallen und wie ist es passiert? Um zu verstehen, was genau passiert ist, müssen wir diese Überbleibsel analysieren. Ja, analysieren wir sie mal. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, was wir hier nach aufgelöst suchen. Also, naja, gut. So, biochemische Analyse. Gar kein Problem für uns. Wie war das nochmal? Da mussten wir hier irgendwas sortieren, oder?
das hier das sortieren, was quasi gemeint ist? Ja, wahrscheinlich, ne? So. Na, hervorragend. Ah, kein Problem. So, laut meinen Messungen scheint dies ein Lebewesen gewesen zu sein, das zur Asche wurde. Ziemlich ungewöhnlich. Ich frage mich, wie es dazu gekommen ist. Finde zuerst heraus, wo die andere Hälfte der Maske ist. Wir müssen die Gegend absuchen. Ein Stück Maske kann sich nicht von selbst bewegen. Jemand muss sie verlegt haben, aber wer? Puh. Suche nach der zweiten Maskenhälfte. Ich würde mal sagen, also wir suchen auf jeden Fall die rechte Seite des Gesichts. Lachendes Gesicht, strahlende Augen. Oder? Ach, da ist sie doch schon. Guck mal hier. Ganz einfach. Hier ist die andere Maskenhälfte in den Händen eines Atlantiden. Ich bin doch sehr neugierig, um wen es sich hier behandelt. Laut meinem Archiv ist dieser Bewohner... niemand. Nun, er ist schon jemand. Sein Name lautet Cephus, aber er hat nichts Bemerkenswertes in seinem Leben erreicht. Mit Ausnahme eines von ihm erfundenen Pilz- und Molluskengerichts. Pilz- und Molluskengerichts? Gut zu wissen. Okay. Cephus hat also mit dem Verbrechen nichts zu tun und hat die Maske aus reiner Neugier aufgehoben. Wir müssen zurückreisen an den Punkt, an dem die Maske noch ganz war. Ach, da hätte ich ja, das hätte ich sofort gemacht. Hätte diesen Quatsch mit der Analyse einfach gelassen. So. Was soll ich sagen? Ich bin einfach schlauer als die KI. Schneller als die KI. Das ist vielleicht der Vorteil, den wir Menschen haben, dass wir ein bisschen mehr um die Ecke denken können. Naja. Jetzt, wo ich es ausspreche, weiß ich auch gerade nicht mehr. Okay, also die Maske sieht nun mal so aus, wie sie aussieht. Jetzt suchen wir die Maske. Na, dann mal Prost Mahlzeit. So, Maske, Maske, Maske. Das hier ist 100 pro einer von denen, die wir nachher in diesem Fulcrum suchen müssen. Und ich würde fast denken, dass wir vielleicht in der nächsten Folge mal so eine Sonderfolge machen, oder? Was haltet ihr davon? Wenn wir einfach mal so ein bisschen Fulcrum spielen. Einfach mal eine halbe Stunde jetzt, ohne dass wir jetzt großartig, oder, Entschuldigung, da jetzt auf Erfolge aus sind. Aber ich habe mal geschaut, wir müssen 40 Stück davon schaffen, wenn wir ein Achievement haben wollen. Und ihr wisst ja, auf meinem Kanal spielen wir nie für Achievements. Achievements sind uns eigentlich völlig egal. Ja, genau. Und deswegen können wir mal so eine Sonderfolge machen. Ich würde sagen, hier ist die Maske. Ach, guck mal an. Kirio. Das ist das Opfer, bevor es pulverisiert wurde. Die Identität des Opfers ist Kirio. Auch bekannt als die kobaltblaue Maske. Er war der erste Schauspieler, der in einem Stück einen Wächter spielte. Ja, ich habe noch nicht erklärt, warum es in einem solchen Utopia Wächter gibt. Viele andere Reiche waren neidisch auf die Reichtümer und Technologie von Atlantis. Wächter sind die Verteidiger der Stadt. Vielleicht wurde er das Ziel eines Feindes von Atlantis, jemand von außerhalb der Stadt. Um dieses Rätsel zu lösen, müssen wir herausfinden, woher der Energieausbruch kam. Also im wahrsten Sinne des Wortes hat ihn irgendwas pulverisiert, ja? Okay, verstehe. Verstehe. Mir juckt die Nase. Subroutine Energietracking ordnungsgemäß geladen. Das ist der Moment in der Zeit, als eine sehr starke Energiekurve noch aktiv war, bevor sie plötzlich verschwand. Finde den Ort der Energiequelle. Ja, los geht's. Okay, hier unten. Jetzt hier, alles klar. Jetzt hier, ja, alles klar, habe ich. Und jetzt da. Habe ich, alles klar. Na, was für eine Überraschung, der Kristall. Das ist unerwartet. Die von uns analysierte Energiesignatur ist beinahe identisch mit derjenigen, die von den Kristallen des Tempels ausgeht. Diese Kristalle sind die Grundsteine der atlantischen Technologie. Der große ist die purpurne Träne. Er stößt die Kraft aus, mit der diese Stadt über den tosenden Wassern schwebt. Ja, Detective, die von uns während des Falls die grünen Laternen deaktivierten Noxen haben eine ähnliche Beschaffenheit und einen ebensolchen unbekannten Ursprung. Ich frage mich, warum jemand einen Kristall entfernen und als Waffe benutzen würde. Das müssen wir untersuchen. Jeder, der mit diesem Kristall interagiert hat, könnte der Täter sein.
Okay, also jeder von denen. Uiuiui. So, und wonach suchen wir jetzt? Finde heraus, wer den Kristall entfernt hat. Was? Da ist auch schon wieder einer von denen mit den markanten Gesichtern, die wir sicherlich dann anschließend hier nochmal extra suchen müssen. Also, und der hier auch. Wie irre der ist. Er oder sie. Okay, also einer von denen hat jetzt den Kristall hier entfernt. Vielleicht er hier? Okay, Glückstreffer. Oh, das war einfach. Wenn Ermittlungen so einfach wären, bräuchtest du nicht die Unterstützung einer fortschrittlichen KI. Menschen könnten es dann alleine regeln. Laut der Aufzeichnung ist die Bewohnerin auf der Leiter Parvati, eine der Priesterinnen des Tempels. Wir müssen verstehen, was sie tut. Da sie die Kristalle unmittelbar vor derer Entfernung erreichte, ist Parvati nun unsere Verdächtige. Okay. So, Parvati sieht jetzt mal wie aus. Also sie hat irgendwas auf dem Rücken und hat zwei Ohren. Ich kann es nicht so genau sehen. Könnte auch. Naja. Parvati, so, was macht die denn nochmal? Warte mal, wir sind jetzt bei Tick 4. Ne? Bei 3 ist sie da hochgekraxelt. Bei 4 wird sie sich jetzt irgend so ein Kristall geschnappt haben. Uff. Und durch die Gegend laufen. Aber sie kann nicht so weit weg sein von... Hier war ja noch alles in Ordnung. Hier, guck mal. Du da. Die ganze Gang hat sich die Kristalle geschnappt. Genau. Da muss man ja auch sagen, hier standen ja auch mehrere drumrum, ne? Wobei, naja, gut. Also Parvati hat sich das geschnappt und ist damit in Bewegung und muss aber... Naja, was heißt muss? Muss ja irgendwie mit den Kristallen hier hingegangen sein, um sie diesem komischen Laubfrosch zu geben. Wartung. Dorado. Da sind sie. Wie es scheint, übergeben sie die Kristalle an jemanden. Laut Aufzeichnung handelt es sich um Dorado, einen Juwelenschmied. Ich glaube, ich weiß, was hier vorgeht. Die Kristalle in Atlantis wurden regelmäßig gewartet, um Verschleiß vorzubeugen. Juwelenschmiede kümmerten sich mit Techniken darum, die leider im Laufe der Zeit verloren gegangen sind. Als Parvati ihn an Dorado übergab, war die Energie des Kristalls noch immer stabil. Wir können sie also von der Liste der Verdächtigen streichen und sie durch den Namen des Juwelenschmieds ersetzen. Dorado könnte die Kristalle manipuliert haben, um sie einen Energieausbruch zu verursachen. Aber warum? Folge ihm weiter. Okay, diesem Laubfrosch jetzt. Alles klar. Der Laubfrosch wird ja jetzt hier irgendwo hin sein mit dem Kristallding sie. Jetzt sind wir bei 6, wo er noch hier mit der Maske in Ordnung gelebt hat, während bei 7 er schon pulverisiert ist. Alles klar. Hier, der hat mit dem Hammer darauf geschlagen, der Idiot. Ja, genau. Habt ihr gesehen? Hier, der schlägt mit dem Hammer drauf und zack, geht die Energie hier rüber. Das, ich glaube nicht, dass es eine der alten Techniken ist, über die wir vorhin gesprochen haben. Sieht ihr seinen Blick an, er scheint wütend auf den Kristall einzuschlagen, obwohl es bei seiner Arbeit darum geht, die Kristalle vor Schaden zu bewahren. Ich wette, das war wie dieser Rage-Typi. Aber wie kann es sein, dass Dorado wütend ist? So ein Gefühl sollte in Atlantis nicht existieren. Noch nicht, zumindest. Der große Untergang steht noch bevor. Ich stimme zu, Detective. Jemand hat den korrekten Zeitfluss verändert. Lass mich die gesammelten Daten überprüfen. Wie wir vermutet haben, meine Messungen weisen auf eine ungewöhnliche Energiekurve in einem vergangenen Tick hin. Wenn jemand den Lauf der Ereignisse verändert und damit Dorado beeinflusst hat, müssen wir ihn finden. Also auf Tick 3. Naja, also ganz sicherlich war das dieses Rage-Wesen. Ja, da ist es auch schon hier. Guck. Also Rage ist auf jeden Fall super obvious. Erneut. Das ist Rage. Und wie immer ist er verschwunden, bevor wir seine Signatur anpeilen konnten. Er hat Dorados Verstand zu einem unkontrollierbaren Zorn manipuliert.
Wir können jedoch nicht, wie in anderen Gegenden, wo wir frühere Fälle gelöst haben, die Polizei rufen. Die Wächter wurden nicht aufgestellt, um Verbrechen in der Stadt zu bekämpfen. Aber wir dürfen nicht zulassen, dass Dorado die Kristalle zerstört und versehentlich Kerio auflöst. Ich habe eine Idee. Dann mach mal hinne. Rage versucht, den Untergang von Atlantis zu beschleunigen, indem er gewalttätige Emotionen verbreitet. Es müssen Gegenmaßnahmen getroffen werden, um diese Stadt bis zu ihrem unausweichlichen Untergang zu erhalten, wie in der wahren Zeitlinie aufgezeichnet. Um diesen Fall zu lösen und die Stadt vor zukünftigen Angriffen mit der gleichen Strategie zu verteidigen, dürfen wir nicht allzu orthodox sein. Aber ich brauche deine Genehmigung, um fortzufahren. Habe ich sie? Danke, Detective. Hier ist mein Plan. Während des Falls die türkisfarbene gefallene Dame haben wir den CFE-Analysator benutzt, um die Realität wiederherzustellen, indem wir die Zeitmelodie spielten. Es ist ein sehr vielseitiges Werkzeug. Wir können es verwenden, um die Zeitvibrationen zu reparieren, aber auch um sie zu verändern. Wir könnten zum Beispiel eine neue Zeitmelodie in dieses Zeitalter einfügen und die alte überschreiben. Auf diese Weise können wir eine leicht abgewandelte Zeitlinie erschaffen, um die Idee von Zornverbrechen in Atlantis hinzuzufügen. Dadurch würden der Stadt die Mittel in die Hand gegeben, um sich zu verteidigen bis... Naja, nun du wirst sehen. Mal ganz ehrlich, warum ist in solchen Spielen, das Element, was ich am wenigsten mag, am häufigsten vertreten? Das ist doch mal interessant. Oder? Ich mag das hier nicht mit dieser Spielerei. Jetzt nochmal das hier. Das hier. Hier das nochmal. Schlimm. Wrath. Erledigt. Wir haben die Idee eines Verbrechens aus Zorn in die Geister der Atlantiden eingepflanzt. Eine Sünde, wenn man so will. Naja, war nicht so schlecht. Ein bisschen God Simulator. Ich will ja auch immer noch Worldbox spielen, ne? Subroutine Inokulation von verschleierten Daten ordnungsgemäß geladen. Was? Nun zum letzten Teil unseres Plans. Wir können Dorado verhaften. Wir müssen einfach nur die Wächter alarmieren, indem wir uns in ihre Systeme schleichen. Die Wächter sind künstliche Wesen, auch wenn sie von Energiekristallen gespeist werden. Daher können sie gehackt werden. In modernen Ausdrücken können wir es wie folgt erklären. Sie haben ein durch ein Firewall-ähnliches Framework geschütztes Bewusstsein. Dieses Werkzeug ist dafür da, fortschrittliche und sichere Systeme zu infiltrieren. Wenn wir es benutzen, können wir ihre Firewalls umgehen. What? Okay, da läuft irgendwie eine Zeit ab. Okay. Ich habe nicht so viel Zeit hier gerade. Okay. Okay. Puh. Mann, was stresst mich das hier? Haben wir den Fall gelöst? Gute Arbeit, Detective. Für einen Menschen bist du ein recht effektives Subjekt. Ich glaube zunehmend, dass wir ein gutes Team bilden werden. Oh, übrigens, ich würde es wertschätzen, wenn dieser kleine Trick unter uns bleiben könnte. Danke. Und nun, da wir in diesem Fall als gelöst erklären können, sollten wir uns auf eine wichtige Sache konzentrieren. Rage. Guck mal hier, 19 Minuten, 22 Sekunden. Ich frage mich, ob es ein Muster in dieser Aktion unserer Feinde gibt oder ob sie einfach die Saat des Chaos sehen wollen. Was hatte Rage vor? Warum jemanden ausschalten, der für Innovation und Technologie arbeitet? Gibt es einen bestimmten Ausgang der Zeitlinie, den Sie haben wollen? Wie auch immer, gute Arbeit, Detective. Ja, finde ich aber auch. So, dann machen wir in der nächsten Woche, ich meine natürlich im nächsten Part von Crime O'Clock weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Part. Bye, bye.